Moin Leute, ich bin Felix Weiß von Jürgen Weiß Immobilien und nein, heute schauen wir uns keine Immobilie an, sondern möchten offiziell verkünden, dass wir mit unserem Unternehmen eine Partnerschaft mit BMW eingehen werden, was mich persönlich extrem stolz macht, dass wir mit so einer coolen Marke, mit der ich mich selber auch gut identifizieren kann, kooperieren werden. Und wir haben schon einiges zusammen gemacht, unter anderem dieses Jahr ein großes Golfturnier. Tobi, lass uns an der Stelle mal zwei, drei Szenen einblenden. Ich freue mich bei diesem wunderschönen Tag auf dieser tollen Anlage, gemeinsam mit Felix Weiß dieses Turnier heute durchzuführen. Wir unterstützen ihn mit der Marke BMW als Niederlassung Hamburg. Ich habe hier zwei von unseren drei Fahrzeugen, die wir hier heute ausgestellt haben. Einmal den iX40 voll elektrisch und den i40 voll elektrisch. Die Zukunft bei BMW. Und ich hoffe natürlich, dass wir noch weitere coole Events zusammen machen werden, BMW uns ab und zu mal ein Auto stellt. Und heute, vielen Dank an dieser Stelle an Marlene und an BMW Hamburg, sind wir zu einer sehr besonderen Veranstaltung eingeladen. Und zwar der Vorstellung des neuen Flagships von BMW, dem neuen BMW i7. Mit Immobilien kenne ich mich mittlerweile relativ gut aus, aber beim Thema Auto kann ich noch Nachhilfe gebrauchen. Deswegen haben wir heute BMW Genius Sean mit uns, der uns einiges zum neuen i7 erklären wird. Hi Felix, schön, dass du da bist. Moin Sean, danke für die Einladung. Gerne. Erste Frage, was bedeutet eigentlich BMW Genius? Also der BMW Genius bei BMW ist dafür da, dem Kunden das Auto komplett zu erklären. Sprich, wenn der Kunde zum Beispiel eine Lieferung hat, bin ich derjenige, der sich mit dem Kunden nochmal ins Auto zusammensetzt. Quasi das Highlight vom Kunden, er kriegt sein neues Auto und ich mache es dann quasi zu einem runden Abschluss. Ich zeige ihm das Auto, ich zeige ihm die Technik. Am Anfang immer ein bisschen ruhiger, ich sag mal kurz gefasst, und wenn er dann noch Fragen hat in der Zukunft, dann kommt er nochmal vorbei zu mir, setzen wir uns im Hof nochmal zusammen ins Auto rein und gucken nochmal, was das Auto alles so kann, weil doch mehr Technik da ist, als die meisten wissen. Glaube ich, aber es ist ja eigentlich der coolste Moment, wenn du dann das Auto präsentierst und trotzdem oder gerade deswegen hast du extrem Ahnung von dem i7. Genau, und aus dem Alltag, da kann ich mir so ein bisschen was rausziehen, das ist ganz cool, genau. Mega. Okay, was sofort auffällt, ist diese massige Front und dann die beleuchtete Niere und die geteilten Scheinwerfer. Genau, also beim 7er jetzt komplett neu, die Iconic Glow. Wir sehen, der Leuchtring läuft einmal komplett um die Niere herum. Also ein ganz neues Auftreten im Straßenbild. Genauso der geteilte Scheinwerfer. Wir haben hier oben Swarovski-Steine verbaut, die von hinten angestrahlt werden. Die geben dann so einen schimmernden Effekt. Oben ist Tagfahrlicht und der Blinker drin. Hier unten im Scheinwerfer haben wir dann das Abblendlicht und das Licht ganz normal, wenn wir fahren. Mega. Und es wirkt sehr, sehr groß, das Auto. Das Auto ist in jede Richtung gewachsen. Nach oben ist es gewachsen. Wir sind 130 mm auch in die Länge gewachsen. Wobei wir beim Radstand nur um 5 mm gewachsen sind. Also da ist es gar nicht viel größer geworden. Und wir hatten eben schon gemessen, das ist über 5 Meter lang, das genau. Auto, ja? Das Fahrzeug ist über 5 Meter lang. Also es ist wirklich groß geworden. Der 7er ist jetzt nur noch eine, also der 7er ist größer jetzt als die alte Langversion. Es wird keine Langversion mehr geben. Also ist der 7er quasi jetzt immer lang. Okay. Genau. Darf ich mich mal reinsetzen? Selbstverständlich. Okay, schau mal, wo ist denn der Türgriff? Genau, also der Türgriff ist jetzt eingelassen. Wir haben nicht mehr den standardmäßigen Henkel. Dafür haben wir jetzt ganz neu die automatische Tür. Wenn du jetzt einmal einen Schritt zurück machst, geht die Tür automatisch auf. Da sind quasi Sensoren dran. Genau, da sind Sensoren in der Tür drin. Und jetzt kannst du ganz entspannt einsteigen und musst dir nicht mal einen Türgriff anfassen, einfach Platz nehmen. Ich komme auf den Beifahrersitz. Perfekt. Was fällt dir denn als erstes auf? Erstmal dieses riesige Curved Display, um ehrlich zu sein. Und dann diese Bar, die ist auch neu, oder? Genau, also das Curved Display kennst du vielleicht schon aus einem anderen Auto von uns, zum Beispiel aus unserem iX. Die Bar da hingegen ist komplett neu. Sprich, das nennt sich Interaction Bar. Sie verläuft einmal von ganz links durchs ganze Auto durch. Kann ich dir zeigen, wenn wir den Warnblinker drücken, dann leuchtet die, der Vorführeffekt, einmal komplett durch. Also wir sehen auch, wir haben vergessen, den Warnblinker anzumachen oder auszumachen. Nicht zu übersehen quasi. Genau, es ist quasi nicht zu übersehen. Die Interaction Bar hat noch verschiedene Touchfelder. Du siehst zum Beispiel hier, wir können hier das Handschuhfach öffnen per Touch und wir können auch hier drüber die Lüftung bedienen. Genau, ganz richtig. Nice. Zu geht's ja da nicht, zu müssen wir es wieder mit der Hand drücken, aber das sollte in der Regel auch kein Problem sein, wenn wir so viel hier schon automatisch machen können. Sehr, sehr cool. Okay, das ist meine Frontkamera. Genau, es nennt sich Augmented Reality. Wir haben hier oben eine Kamera verbaut, die filmt durchgehend die Straße und das sehen wir dann hier bei uns im Tacho-Display wiedergespiegelt. Finde ich, sieht ganz cool aus. Einem wird auch angezeigt, wo muss ich denn als nächstes abbiegen und
macht das ganze Fahren ein bisschen spektakulärer. Das finde ich sowieso interessant. Das ist ja das neueste Auto wirklich von BMW, komplett Elektro. Thema künstliche Intelligenz. Wie viel merkt man da in dem Auto wirklich schon? Sehr viel. Also wir haben die Möglichkeit über die Sprachbedienung. Entweder können wir den Knopf drücken oder wir sagen Hallo BMW. Dann reagiert das Auto und wir können alles Mögliche sagen. Wir können sagen, mir ist kalt, ich bin gestresst, mach das Fenster auf der Beifahrerseite auf, mach einen verschiedenen Modus an und das Fahrzeug reagiert wirklich gut und es lernt auch mit. Mega. Aber eigentlich ist ja der richtige Platz beim 7er BMW hinten rechts. So sieht's aus. Darf ich einmal hin? Selbstverständlich. Nimm gerne Platz. Wir gehen mal nach hinten. Okay, hier ist wirklich viel Platz hinten. Genau. Also im 7er, du sagst es, wir sitzen hinten rechts, da soll Platz sein und da soll es gemütlich sein. Genau aus dem Grund haben wir die Kinofunktion. Hast du Bock auf Kino? Klar. Sehr schön. Dann zeige ich dir mal unseren Kinobildschirm. Oha. 31,3 Zoll, bis zu 8K können wir gucken und wir können komplett auf Netflix und Amazon Prime zugreifen und können diesen auch wieder einklappen über unsere Bildschirme, die wir rechts und links im Fahrzeug verbaut haben. Unter anderem kannst du da auch deinen Sitz einstellen. Ich würde sagen, du nimmst einfach mal richtig gemütlich Platz und stellst dir das mal am Sitz ein. Nimmst du einmal das Control Display an die Hand, drückst auf Sitze und wählst dann die Liegeposition aus. Und dann macht das Auto alles von alleine. Wir sehen, der Beifahrersitz rutscht so weit er kann nach ganz vorne. Okay. Und von unten fährt gleich ein, ich sag mal, ein Liegebrett für deine Beine aus. Und dann kannst du es dir gleich direkt richtig gemütlich machen. Aber es ist ja ehrlich gesagt wirklich gemütlicher als jedes normale Kino, oder? Es ist unfassbar gemütlich. Aber ich glaube, so rauf ist richtig. Okay, so ist schon cozy. Oha. Jetzt kommt der richtige Kinomodus. Okay, man sieht und hört, dass das Event mittlerweile in vollem Gange ist. Die ersten Kunden sind schon da. Deswegen, Sean, nur noch zwei, drei spannende Facts, die mich interessieren. Einmal PS und 0 auf 100. Also, wir haben 544 Elektro PS im i7 verbaut. Das bringt das Ganze von 0 auf 100 in ungefähr 4,7 Sekunden. Also richtig Leistung. Und wenn wir ihn wieder vollladen wollen, von 10% auf 80%, brauchen wir ungefähr 34 Minuten. Und dann sitzt oder legt man sich kurz ins Kino. So sieht's aus. Perfekt. Das Dinner geht gleich los. Ich würde sagen, erstmal vielen Dank an dich für die kurze Führung und Erklärung. Und ich hoffe natürlich, ich kann den bald mal Probe fahren. Mit Sicherheit. Und wenn ich noch Fragen zu Immobilien habe, dann melde ich mich einfach bei dir. Dann meldest du dich. Schau, vielen Dank. Auf zur nächsten Immobilie.